So, herzlich willkommen in der 21 Stump Street. Ja, man hört schon, wir haben heute hohen Besuch aus Berlin. Guten Tag. Und zwar Master of Creativa Marco ist bei uns. Von Hotnob Homemade. Verlinken wir in der Infobox. Tun wir. Und er hat etwas Feines für mich mitgebracht, was ich jetzt auspacken werde. Bin schon ganz gespannt. Ich hoffe, du gehst nicht nach oben zu gucken, denn da zieht kein Mensch hin, wenn man nach da oben guckt. Ich sitze ja auch immer so da und guck dann nach oben so. Bin ich auch im Bild? Bin ich auch im Bild? Früher habe ich schon mal auf den Bildschirm geguckt, ne? Ach, das ist eine gute Idee, ne? Dann weiß man immer, wo das irgendwo ist. Aber weißt du, was ich habe? Ich habe immer wieder gesehen. Und da weiß ich, aha, hier. Ja, und das hat schon heute da. Ich hätte nicht mal rausgehen. Ich denke, verdammt nochmal, sollst du jetzt auf dein Bild nehmen? So. So, jetzt müssen wir. Oh! Ui. Oh, sieh schon. Oh, wunderschöner, schön. genialer Pocketletter. So, also schön, dass so am. Also die Band. Ich muss mal halt näher kommen, muss ich mal näher gucken. Ja, ich muss auch wieder meinen Senf dazugeben. Auch was hübsch hier, ne, mit den Bändern hier. Super klasse. Hast du das zerschnibbelt hier? Ist das hier eins von diesen Gummibändern in Grau genau. oder was? Ja. In Grau gab es die auch? Ja. Echt? Oh, cool. Hat ja nichts anderes. Und dann so schön zerschnibbelt, ne? Das ist ja cool. Ja, sieht doch klasse aus. Ja, finde ich auch. Schön die Elemente so, ne? Elemente schön gemacht. Hast du das irgendwie selbst bestempelt oder ist das Papier so? Nee, das ist alles selbst bestempelt. Hat ja keinen so. Das hast du selbst so bestempelt? Ja. Ach, das ist aber toll. Klasse. Schau doch mal näher ran. Du weißt, dass das Ding Zoom hat, ne? Ich weiß, ja. Aber da muss ich ja jetzt mit den Knöpfen man, wieder fummeln. Da muss man mit den Knöpfen fummeln und dann verstellt so, sich das Ding. So geht Ding. Schneller. Genau. Aber einfach nur klasse. Ja, hat er richtig gut gemacht, ne? Ja. Gut. Aber die Uhr, die mag ich ja auch gern. Sieht auch schön, ne? Aber das Bestempelte finde ich echt schön. Ja, was vor ist allen das für ein Untergrundpapier? Was ist das? Worauf hast du da geschrieben? Das ist von Susanne, dieses. Ach, das von Susanne, dieses Kaffeepapier. Genau. Ah, das ist ja genial. Das sieht richtig toll aus. Da hat Susanne so Papier selber gemacht. Und der Marco hat dann von ihr Post gekriegt mit diesem Papier drin. Da hat Susanne mit so Kaffee. Ich glaube, der riecht sogar noch nach Kaffee. Muss mal reinschreiben. Tatsache. Mal riechen. Ganz leicht noch, aber. Ja, wirklich, ne? Aber schön, ne? Das gibt einen schönen Effekt, ne? Das ja. wäre noch was für dich, ne? So ein bisschen mit Kaffeepapier selber ja. machen, ne? Ich glaube, einfaches Kopierpapier ist das gewesen, ist oder? Oh. Ganz einfaches Kopierpapier. Wunderschöne Goodies. Oh, hier, die kriege ich aber. Nee, ernsthaft, die brauche ich nicht. Du brauchst ja sowieso keine Blumen. Ui. Oh, was ist das denn für ein Teil, ey? Das ist ja echt Hammer. Ich sag wieder mehr wie du. Lass mich unterbrechen. Guck mal, da steht das Döschen noch für die Blüte. So ist sie, weißt du? Voll die Zecke. Die ist nur am Abzocken. Ja, wolltest du dir selber noch einen eigenen Bastelbereich einrichten da, oder was? Your travel life has a aspect. Ich versuch's gar nicht erst. Ja, lach doch. Hey, ich bin nicht multitaskingfähig, ich kann nicht fummeln und reden gleichzeitig, das geht nicht. Ach, das hast du aber schon oft genug auch gemacht. Habe ich. Ja, super. Warte, gib mir doch auch mal einen. Das sind doch drei, sind doch alle gleich, oder? Das sind alle ja. gleich, ja. Die sind ja auch toll. Sind die auch von Doren Beats? Ja. Boah, ja. Ich auch nicht mit anzufangen, irgendwie mal zu nehmen. Oh, doch, da lässt sich doch bestimmt einiges mitmachen. Ja, das denke ich aber auch. So Metallteile, so kann man immer irgendwie. Metallteile sind klasse. Ich finde das. Kann man auch knipsen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ja, ich knipse die auch schon mal ab, je nachdem, was ich mache. Ne? Wenn ich das jetzt so aufgebe, ja. Ja, ich sehe schon, er sieht, mal, ich muss hier im Haus sehr viel machen. Ja, genau, du musst hier im Haus noch sehr viel machen, ganz genau. So
Ja, Unterstützung. Cool, Unterstützung, schöne Torx-Schrauben. Oh, da hat einer aufgepasst. Ja. Die drei Fragezeichen. Genau. Ja. Ist jetzt letzte Woche wieder eine neue Folge rausgekommen. Eine Special Edition. Die drei Fragezeichen. Die haben wir schon gehört. Ja. Ja. Ach, super. Das ist ja wirklich cool. Selbst gegossen? Das ist doch schön, ne? Hast du auch selbst gemacht, ne? Klar, ne? Ja. Irre, ne? Genial. Kann man sehen. Wenn du da fertig bist, dann kriege ich den auch mal in den Finger zum Packen, ne? Ja. Ja, super. Das Gebämsel hast du gar nicht gezeigt hier. Guck mal, da auch die Totenköpfe dran. Da musst du noch zeigen hier. Und das, ach, da war auch... Ach, den können wir da auch dran machen. Das ist cool. Und hier so diese... Die Kreuze, die hast du aber nicht selbst gemacht, oder? Nee. Schön. Das ist ja so richtig was für einen Mann, ne? Mit den ganzen Totenköpfen und Kreuze und alles. Was macht denn Mann besser? Ja, sieht man's. So. So kann man es, glaube ich, gut sehen. Und hier schön Totenköpfe drauf. Mit Kreuzen. Ja, ich mag sie etwas gruselig. So, und da haben wir noch mehr. Dübel. Kann man immer brauchen. Ja, passend zu den Schrauben. Ne? Passend zu den Schrauben. Das ist natürlich super. Achter Schrauben, achter Dübel. So, was haben wir hier feines? Also, kennst du dich nicht nur mit Basteln aus, sondern auch mit Handwerken oder was? Boah, muss man halt, ne? Also multitasking-fähig. Genau, so muss es sein. Vor allem im Altbau, ne? Also. Oh, guck mal, das ist auch schön hier. Gurtschnallen. Die kann man bestimmt auch verarbeiten. Da bin ich auch mal gespannt. Ach, ich bin schon so müde, ne? Mit Klettverschluss, super toll. Dann ganz schöne Blümchen. Die sind auch klasse. Oder meins von Baus. Was lacht ihr? Hol mal ein Blümchen drauf. Ja, hol ich. Schön mit Stern, Steinchen drin. Genau. Ich mag die ja auch gern, ehrlich. Also, die auch schön. Glitzer und bling bling. Schön aus Stoff. Ich finde die Machart auch. Also die ist die klasse. Die, ne? wie so eine Servietten-Technik. So gefaltet so irgendwie, ja. Ne? Zusammengenäht oder so, weiß ich nicht. Ja, das sieht aus wie Schleifenband, so ein bisschen so gefaltet. Irgendwie so eine gewisse Falttechnik wahrscheinlich, nehme ich an. Und dann eben in der Mitte einmal so ein bisschen machen zusammengenäht. Machen Chinesen mit ihrem kleinen Händchen. Ja, genau. Wir mit unseren großen Fingern können das nicht. Ja, die habe ich auch schon für ein Pocket Letter verwendet. Ja, genau. Von der Lichterkette. Ja, kann ich mal hinter? Die habe ich in dem Baum, aber in farbig. Ah, ja, die mache ich auch. Kann man viel schöne Sachen mitmachen. Mit Alkoholmarkern richtig schön einfärben. Mit denen kannst du ja eigentlich alles einfärben. Mhm. Eigentlich, ne? Also, das ist ja wie Erling eigentlich. Ne? Ja, genau. Aber die mag ich auch. Ich glaube, da habe ich so kleine, weiß ich gar nicht. So, und hier haben wir nochmal. So klein drauf, aber das habe ich auch selber, glaube ich, gar nicht gekauft. Zum Aufreihen. Ich habe die großen, die etwas größere nur gekauft. Für Ketten. Was ist das? Was ist das? Ja, für Ketten. Ja, zum Aufreihen. Interessant, die sehen ein bisschen aus wie ein Knochen. Oh, hier. Ne? Da haben wir auch mit Loch drin. Das sieht man schlecht, ne? Das muss ich mal rausholen.
Was ist das denn? Auch ein Pärchen oder was? Kann man auch als Pärchen. Sternchen oder? Sternchen. Blüten, viel mehr Blüten sind das. Ach, guck mal. Na, dann kann man die schön aufreihen und dann eventuell noch mal eine Perle durch, dass das dann nachher hier so innen drin ist. Experte. Ja, ich habe ja jetzt auch so ein bisschen was für Perlen zu machen, ne? So, so ein bisschen. Kann man mal hier ranholen. Ich habe vieles auch in Tauschbäckchen gehabt und dann habe ich mir einfach so mal... Ja, und Loch in der Mitte. Ich finde, das sind Tauschbäckchen immer so kleine Mengen, das ist eigentlich immer ganz praktisch. Mhm. Ganz klasse. Also Riesenmengen. Genau. Ja. Oh, hier. Regenbogenperlen. Geh doch ruhig einfach mal ins Bild. Ja. Boah, das ist ja echt winzig, winzig, ne? Ja, aber super. Aber hübsch, ne? Ja. Hier drauf als auch als Dings nehmen, als. Als Hütchen, als genau. Hütchen. Geht auch. Ach, das sieht nicht, ne? Die Fliege, genau. Und Schnüre. Auch in einer ganz tollen Farbe. Da habe ich auch schon eine Verwendung für. Tatsächlich? Ja. Die sind vielleicht gut für die Schnallen, die du da hast. Oder? Nee, weniger. Da brauchst du diese breiten Bänder mehr. Nö. Das, das haut schon hin, ne? Das haut hin. Ja, funktionieren tut das. Ja. Aber dann rutschen die auch hin und her, ne? Wenn du die festziehst, dann nicht eigentlich. Eigentlich nicht. Gut. Wenn aber du jetzt so eine Schlaufe da durchmachst und dann so festziehst, dann da ist ja nicht mehr viel Platz zum Durchziehen. Die sind ja doch auch sehr breit. Achso, ja, das ist zum Knüpfen. Das ist der Paracord. Diese Militärdinger, die dann sich immer da rumschnallen und dann irgendwie als Anerkennungszeichen irgendwie, wenn die da. Ah, die Dinger. Ah, okay. Die reißen ja auch nicht irgendwie. Kannst du die auch aufmachen und dann kann ich da ranbaumeln. Das sind ja diese Seile von den Fallschirmspringern. Ja, von den Fallschirmen, deswegen Paracord. Genau. Cool. Parachute, ne? Das ist der Fallschirm. Paracord ist dann eben. Da sind irgendwie glaub, 7 oder sowas von diesen einzelnen Seilen drin. Da hält irgendwie 200 Pfund oder so was aus. 500, wow. Weit nicht. Hast du das irgendwie angekugelt da? Nee, das ist der Ofen von Susanne. Achso. Achso, ah, nee, ach, das? Das, ja, das? Das ist aber mein Feuerzeug. Das war das. Ah, das ist schön. Also das läuft jetzt eigentlich nicht rein, weil es irgendwann ausgebrüllt ist. So, das ist dann KGMHH. Das ist dann das Datum, ja? Nee. Sind nicht die römischen Ziffern? Nee, das hat eine Brauchermeldung abgekürzt, aber ich glaube noch mein Name abgekürzt, bin ich unsicher. Ne, Moment, das steht 19, ne? 9? Oder, ach, ist, oder ist das ein K? Ist das ein K oder ist 19? Ein K. Oder? Hoffentlich, nee, ein H. Das ist auch ein. Oder ist ein M? Ne, ist ein M. Ist ein M? Ja. M, G. Ne, MC. Das ist ein C. Ja. MC. M. M, H, H. Ja, genau. Naja, Marco und dann Christian als zweiter Name und dann habe ich noch meinen Nachnamen, Maciejewski. Und dann halt noch Hotmanbrauch mit halt, ja, ich weiß nicht mehr sowas, also das sind so Buchstaben. Ja, richtig schön gemacht, so schön mit Brand. Ja. Genial. Solange du da nicht das ganze Haus danach wackelst. Hätte ja auch mal eine Wasserschale direkt reinschmeißen, dann passiert da schon nichts. Ja, genau. Ja, und dann hier. Auch schön. Gebühr bezahlt. Passend für ein Pocket Letter, wunderbar. Ja, wirklich beeindruckend. Ja. Das ist echt schön. Ich habe auch eine Post reingepackt. Ich habe überlegt, habe ich eine Post reingepackt, habe ich nicht fertig. Guck, da kannst du noch was lesen. Ja, werde ich lesen. Kannst du ja für dich lesen. Aber das lese ich dann für mich, ganz genau. Da steht auch nicht viel drin. So. Wunderbar, ich freue mich riesig. Ja. Ein ganz toller Pocket Letter. So. Wie gesagt, alles weitere wird verlinkt. Und euch wünsche ich dann noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.